Hi Leute, diesmal habe ich den Anime Samurai Champloo dabei. Ein Anime geschrieben von Chihiro Watanabe, den Macher von Cowboy Bebop und von Terror in Tokio und ansonsten noch von Space Dandy. Den besitze ich aber nicht, weil der mich nicht angesprochen hat. Ne? Und ich würde knallhart sagen, Samurai Champloo zählt mit eindeutig zu meinen Lieblings-Anime-Serien. Ne? Es ist ein extrem geiler Anime. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt in einer dieser langen Vox-Anime-Nächte, die es ja heutzutage nicht mehr gibt, ne, DCTP oder wie das damals hieß. Da lief das in, glaube ich, zwei Teilen als Serienzusammenschnitt, ne, oder vielleicht sogar in dreien, ich kann es nicht genau sagen. Da habe ich es jedenfalls das erste Mal kennengelernt und war so erstaunt über das, was hier erzählt wird, denn dieser Anime, obwohl er ganz klar ein Samurai-Abenteuer ist, in der Edo-Zeit angesiedelt, ist dieser Anime ein purer Genre-Mix. Anders kann man es nicht beschreiben und das ist einfach so genial gemacht. Er ist super witzig, aber auch richtig geile Action-Szenen, geile Momente, geile Drama-Momente. Hier ist einfach wirklich alles drin, was es nur gibt, aber auch Momente, die einen zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel wird hier ganz oft auch das Thema Homosexualität behandelt und die Stellung in der damaligen Zeit in Japan und noch viel schlimmer die damalige Stellung von Homosexuellen im Ausland. Aber auch das Thema Fremdenhass, vor allem in Japan, ne, wirklich richtig, richtig geil gemacht. Ne? Worum geht es? Wir treffen als erstes das junge Mädchen Fu, ist etwa 15, 16 Jahre alt und arbeitet in einem Imbiss. Nach dem Tod ihrer Mutter steht sie eben alleine da. Ne? Ja, und in diesem Imbiss taucht plötzlich der Sohn des Gutsherrn auf, also des reichsten Mannes im Ort, ne, ein sehr hohes Tier halt, ne, spielt sich auf wie Graf Rotz, er ist der coolste, er ist der geilste, ne, ärgert Fu auch von Anfang an, ne, ja, und leider, als Fu ihm das Essen bringen will, stolpert sie und bekleckert den seinen Kimono. Ja, der Gutsherrensohn rastet nun aus, möchte Fu die Hand abschneiden als Strafe, aber Fu hat Glück. Der Vagabund Mugen taucht zur selben Zeit in diesem Imbiss auf, hat kein Geld und bietet Fu an. Er kümmert sich um diesen Drecksack, wenn sie ihm zum Essen einlädt. Ne? Ja, die verhandeln noch darüber, wie viele Reisklöße Mugen bekommt. Am Ende sind sie sich einig und Mugen wiederum schneidet dem Gutsherrensohn erstmal die Hand ab und verjagt die Freunde dieses Sohnes. Ne? Ja, andernorts im selben Dorf treffen wir wiederum auf den Ronin Jin. Einen der letzten Ronins, der sich noch wirklich an den Samurai-Kodex zu der damaligen Zeit hält, denn das war leider die Zeit, wo der Ehrenkodex der Samurai immer mehr in Vergessenheit geriet, ne? Wo eben auch wirklich die Macht der Shogunate stieg, während eben die des Kaisers gerade überhaupt nichts wert war. Ne? Ja, und er ist eben ein Ronin. Ronin heißt ein herrenloser Samurai, ne? Und er muss miterleben, wie eben der Gutsherr, also der Vater diesmal, in dem Dorf ein paar Leute ärgert, quält und ihnen das Geld rauben möchte als Steuer. Jin mischt sich ein, ne? Und er erledigt kurzerhand erstmal die Samurais, die eben dieser Gutsherr so an seiner Seite hat. Ja, und dann sehen wir Jin das nächste Mal, wie er auch in diesen Imbiss geht, ne? Ja. Und in diesem Imbiss trifft er eben auf Mugen. Mugen merkt sofort, oh, das ist ein starker Gegner, gegen den muss ich kämpfen. Und plötzlich fangen die beiden an, sich innerhalb des Imbiss zu duellieren. Der Imbiss fängt Feuer und irgendwann fallen beide einfach nur innerhalb dieses Feuers in Ohnmacht, ne, durch den Rauch. Und wenn sie wieder aufwachen, befinden sie sich in Gefangenschaft des Gutherrn und dessen Sohnes, ne, und sollen am nächsten Tag öffentlich hingerichtet werden, wegen eben Angriffs auf den Gutsherr, ne? Ja, Fu sieht hier drin aber eine Chance für sich, für ihren Ziel und befreit die beiden mit Mühe und Not aus dem Gefängnis. Die beiden hinterlassen noch ein Riesenchaos und alle drei brechen nun gemeinsam auf, ne? Und Fu verlangt nun aber eine Gegenleistung für die Befreiung der beiden, ne? Und sagt, ich habe euch jetzt befreit,
ihr schuldet mir was, ihr seid doch Ehrensamurais, sozusagen, ne? Ihr helft mir jetzt, den Samurai, der nach Sonnenblumen duftet, zu finden, ne? Wir erfahren aber in keinster Weise, wieso, weshalb, warum und wer das nun sein soll. Und irgendwie wird Fu da auch nie wirklich deutlich, wer das nun sein soll. Und auch den unseren beiden Freunden gegenüber, sie wissen eben gar nicht, was dieses Ziel sein soll. Aber ja, als Ehrenmänner schließen sie sich nun Fu an. Und zusammen brechen sie auf eine irrwitzige Reise durch Japan auf, ne? Ja, das Problem ist, und das wird ihnen ziemlich schnell klar, sie dürfen gar nicht so offen über den Samurai, der nach Sonnenblumen duftet, reden. Denn ja, irgendwie scheint auch die Regierung hinter diesem Samurai her zu sein. Und vor allem jeden, der eben diesen sucht, wollen sie aus dem Weg räumen, ne? Das ist so eben die grobe Story. Aber wie gesagt, es ist ein Genre-Mix. Es ist ein reiner Genre-Mix. Wir haben wirklich total ernste Folgen. Wir haben aber total abgedrehte Folgen. Wir haben witzige Folgen. Es gibt eine Folge, wo unsere Freunde plötzlich auf Zombies treffen, ne? Die durch Wasabi am Leben erhalten werden, ne? In einer Folge spielen sie Baseball gegen die Amerikaner, um das Land Japan vor der Invasion der Amerikaner zu beschützen, ne? In einer anderen Folge wollen sie eine Grenze, eine Reichsgrenze übertreten, ne? Wo sie aber eben nicht rüber dürfen und zünden mal kurzerhand eine ganze Hanfplantage an und alle Leute in der Umgebung sind plötzlich high und das ist das einzige Mal in der Geschichte dieses Grenzüberganges, dass dort ein freier Durchgang für jeden existierte, weil eben alle total bekifft waren, ne? Ja, es ist wirklich urschwer zu sagen, welches Genre das ist, denn hier wird einfach wirklich alles irgendwo mit bedient. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist Science Fiction. Das ist wirklich so gar nicht bedient, aber ansonsten hammerhart. Es ist einfach so genial gemacht. Wir haben Drama-Folgen, wir haben Action-Folgen, wir haben nachdenkliche Folgen. Es werden wirklich auch Kontroversen angesprochen, wie zum Beispiel Homosexualität. Homosexualität damals in Japan, Homosexualität damals in Europa. Sehr interessant. Es wird auch das Thema Prostitution oder vor allem Zwangsprostitution behandelt, eben wie es damals üblich war. Es wird Menschenverschleppung behandelt. Also es werden wirklich sehr, sehr ernste Themen hier angesprochen, ne? Aber das in einem genialen Umfang, dass einem gar nicht so bewusst wird, dass man eigentlich gerade auch zum Nachdenken angeregt wird. Also ich finde diesen Anime einfach nur genial. Er zählt eindeutig mit zu meinen liebsten Animes. Er kriegt eine Riesenempfehlung. Jeder sollte diesen Anime gesehen haben, ne? Ich finde ihn weitaus besser als Cowboy Bebop und Cowboy Bebop war ja schon richtig, richtig genial. Aber Samurai Champloo, göttlich. Einfach nur göttlich. Sollte jeder irgendwann mal in seinem Leben geguckt haben, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Wer das nicht kennt, der hat was verpasst. Es gibt auch einen Manga dazu, aber dieser Manga ist nach dem Anime entstanden und beinhaltet nur zwei Manga-Bände. Die sind bei uns in Deutschland bei Tokyo Pop erschienen und haben leider so gut wie gar nichts mit diesem Anime zu tun. Ich habe den auch mal besessen, habe die aber weiterverkauft, weil die Story dort nie zu Ende erzählt wird. Ne? Es ist eben nur so auch so ein paar Abenteuer. Es ist nicht lohnenswert und hat eben auch nicht den Charme eines Shihiro. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher. Nochmal nachlesen. Shinshiro Watanabe. Aber also der Manga hat diesen Charme nicht, aber eben der Anime. Wirklich Riesenempfehlung, solltet ihr holen. Damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.